Leute, grüßt euch wieder bei MeinXOne bei YouTube im Hardware-Kanal. Und wie ihr seht, ein Mainboard, Leute, heute ein Wunderstück der Technik. Wir haben hier das ProArt B67 Creator mit DDR4 von Asus, Leute. Und darauf schmeißen wir heute mal einen Blick. Das heißt, wir gehen darauf ein, was für Steckplätze sind hier vorhanden, wofür werden die gebraucht und was für Hardware können wir hier konfigurieren. Also bleibt dran. Als erstes natürlich das obligatorische Unboxing. Das heißt, was ist denn alles hier noch mit dem Mainboard dabei? Ich würde mal sagen, wir schmeißen da einfach mal einen Blick rein. So, nehmen wir mal den ganzen Rotz hier raus. Brauchen wir nicht mehr. Jawohl, wie wir hier sehen, haben wir hier eine ganze Menge Zettel dabei. Einmal ein User Guide. Ja, da steht natürlich noch drin, wie bei allen Produkten, wie ich was anzuschließen habe. Irgendwie coole Asus-Sticker. Dann natürlich noch Technik und noch mehr Technik. Und natürlich irgendwas Abgefahrenes, noch mehr Technik. Dann haben wir natürlich hier, oh, was ist das? Zwei kleine Aufkleber, wobei ich noch nicht genau weiß, wofür die sind. Wow, was haben wir hier noch Feines? Hier haben wir, oh Gott, wir haben hier einen Zollstock dabei, Leute. Oder eher gesagt, ein Lineal. Wofür? Warum? Naja, kann man machen. So, dann haben wir hier noch einen Adapterstecker mit dabei. Und einmal der Klassiker S-ATA-Anschlüsse. Und darauf habe ich ja schon gewartet. Die gute M2-Schraube für unsere Festplatte. Und hier nochmal ein kleiner Kleber, wofür der auch immer ist. Und das war's auch schon. Und mehr ist da auch nicht dabei. So, wie ihr seht, habe ich für euch einmal ein bisschen näher rangezoomt, damit wir das Board einmal komplett besprechen können. Welche Anschlüsse sind denn hier vorhanden? Ich starte immer hier an dieser Seite. Als allererstes haben wir hier einen Fan-Anschluss. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4 S-ATA, um natürlich noch alte Festplatten anzuschließen. Dann hier der Klassiker Thunderbolt oder eher gesagt USB-C, den viele kennen. Darüber haben wir natürlich dann USB 3.2. Beide Anschlüsse sind natürlich für vorne am Gehäuse. Der Klassiker Stromanschluss 24 Pin vom Netzteil direkt anschließen, alles gut. Dann haben wir hier oben einen sogenannten 5 Volt Anschluss für unsere RGB Beleuchtung. Die ist natürlich adressierbar, weil 5 Volt ist adressierbar, 12 Volt ist nicht adressierbar. Deswegen gibt es hier oben nochmal das Gegenstück, die 12 Volt Variante. Müsst ihr einfach immer ein bisschen im Auge behalten und ihr solltet die Stecker nicht vertauschen. Dann haben wir hier DDR4, maximal gehen hier 128 GB aufs Board. Ich denke, das reicht aus, um alles einfach abzudecken. Hier oben haben wir nochmal drei Lüfteranschlüsse, natürlich einmal für die Wasserpumpe, immer Vollgas, wenn die angeschlossen wird. Dann einen optionalen Lüfter für den CPU und natürlich den Anschluss einmal für den Lüfter vom CPU. Wo wir hier gerade beim CPU sind, das ist ein Intel-Sockel, Leute. Das ist der 1700er, also kommt da nicht durcheinander. Ihr könnt nicht jeden Intel irgendwo drauf bauen, weil sich natürlich die Sockel ändern. Und auch die Unterstützung vom Mainboard ändert sich ein bisschen. Wir haben hier die 13. und 12. Generation vom Intel an Bord. Das Ganze wird über einen 12-Pin-Anschluss versorgt. Das heißt, ihr könnt hier sogar Overclocking benutzen, müsst aber nicht volle 12-Pin anschließen. Es funktioniert natürlich auch mit einem 8-Pin-Anschluss. Wenn ich mir jetzt hier einmal angucke, was die Spannungswandler angeht, ja Leute, das ist hier super wertig. Da habe ich also überhaupt keine Angst, dass hier irgendwas zu heiß wird. Von daher habe ich hier ein echt gutes Gefühl. Über unserer Festplatte haben wir noch einen Anschluss für einen Lüfter, natürlich am Gehäuse. Aber wo wir gerade bei den Festplatten sind, haben wir hier 1, 2, 3 Anschlüsse für einen M2.0, eine NVMe. Wobei natürlich die oberste am schnellsten angebunden wird. Und nach unten hin wird sich natürlich die Geschwindigkeit geteilt. Das ist aber ganz normal bei solchen Mainboards. Dann haben wir hier PCI Express 5.0 mit 16 Lanes. Und darunter haben wir einen PCI Express 4.0. Der ist aber nur mit 4 Lanes angebunden, Leute. Lasst euch nicht von der Länge des Riegels beeindrucken. Da sind einfach nicht alle Pinne belegt. Das ist so ein bisschen Schummeln auf hohem Niveau, finde ich. Dann haben wir hier noch einen Anschluss für eine WLAN-Karte. Die könnte man hier direkt draufbauen. Und hier unten haben wir noch einen PCI Express für eine Soundkarte oder vielleicht noch eine Netzwerkkarte. Man weiß es nicht. Schauen wir uns jetzt noch einmal die wichtigsten Anschlüsse unten am Mainboard an. Dann haben wir als allererstes natürlich, wie bei fast jedem Mainboard, unser Audioanschluss fürs Gehäuse vorne. Ich sage mal Headset oder Mikrofon. Dann haben wir hier drei Anschlüsse, die wir eigentlich gar nicht brauchen im Normalfall. Einen COM-Anschluss und noch zwei spezielle. Daneben haben wir dann wieder zweimal 5 Volt adressierbar für unsere RGB-Beleuchtung.
Dann zweimal USB 2. Ja, ist eine nette Sache. Wenn halt noch was ist, kann man das da ohne Probleme anschließen. Dann haben wir hier zweimal wieder einen Lüfteranschluss. Natürlich für unsere Lüfter am Gehäuse. Und ganz zum Schluss haben wir natürlich die wichtigsten Anschlüsse, die wir beim Gehäuse immer brauchen. Der Powerschalter, die LED-Anzeige, die Beleuchtung, der Reset-Schalter. Das kommt alles natürlich da unten drauf. Schauen wir uns einmal die Anschlüsse des Mainboards an. Wie ihr seht, habt ihr hier schon eine sehr gute Übersicht. Wir haben hier einen DisplayPort, einen HDMI-Port, 8K, 4K. Könnt ihr natürlich nur dann benutzen, wenn ihr auf eurem CPU eine Grafikeinheit habt. Das kommt natürlich immer nur dann zu tragen, wenn ich keine extra Grafikkarte habe. Wobei ich natürlich fürs Zocken immer eine extra Grafikkarte brauche, weil die Grafikeinheit des CPUs ist natürlich nie so gut wie eine externe Grafikkarte. Dann haben wir hier USB 2.0, 4 Stück. Darunter haben wir nochmal USB, wie ihr seht, 1, 2 und etwas tiefer nochmal 2 in der Variante 3.2. Das heißt, der Durchsatz ist einfach viel höher. Direkt dahinter haben wir zwei Netzwerkanschlüsse, einmal 1 Gigabit, einmal 2,5 Gigabit. Dann der Klassiker USB-C in der Variante 3.2. Kennt ihr vom Handy, der kleine Runde. Und natürlich unten nochmal die Audioanschlüsse, digital und analog. Eigentlich ist hier wirklich alles dabei. Kommen wir zum alles entscheidenden Fazit bei so einem Mainboard. Ja, das Asus ProArt B67 Creator DDR4. Ich kann mir eigentlich dieses ProArt und das Creator nur deswegen erklären, weil klingt natürlich toll, ist klar. Aber wir haben hier auf dem Board wirklich eine Menge Anschlüsse, was USB-C angeht, was USB angeht oder auch zwei Netzwerkkarten oder ein PCI Express 5, ein PCI Express 4 und dreimal NVMe. Und wir können sogar eine extra WLAN-Karte draufsetzen. Deswegen kann man hier bei den Anschlüssen eigentlich nicht meckern. Wenn man so ein Board für um die 140, 150 Euro bekommt, glaube ich, kriegt das von mir definitiv einen Daumen hoch. Und damit bin ich raus, Leute. Schreibt was in die Kommentare. Was haltet ihr von so einem Mainboard? Bis dann, macht's gut. Ciao.